Hi Freunde, schön, dass ihr bei mir seid und mir wieder zuschaut. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ja, ich bin diesmal nicht in meiner Küche. Das heißt also, ich koche oder backe auch nicht. Ja, hier könnt ihr mal kurz gucken. Ja, hier. Ihr werdet es schon ahnen, es geht natürlich um mein Aquarium, was meine Frau und mein Sohn zusammen mir geschenkt haben. Hier ist es nochmal, das ist ja dieses Nano-Aquarium, was ich in dem Video vorher sozusagen in dem ersten Aquarium, wie du schon kurz erklärt hast, wie gesagt, ein kleines Nano-Aquarium, was ich geschenkt bekommen habe, so als Set. Und dazu muss ich jetzt einfach, oder habe ich einfach was dazu gekauft, um gegebenenfalls ein paar Sachen auszutauschen und zu ersetzen und zu verbessern. Und dazu komme ich jetzt. Ich habe nämlich die Sachen jetzt so mittlerweile alle bekommen, die ich bestellt habe, bis auf Pflanzen und Fische. Wie gesagt, das möchte ich euch jetzt kurz zeigen. Und so wie es im Aquarium eigentlich auch losgeht, und zwar mit dem Boden, möchte ich hier auch kurz anfangen. Das ganze Bodenzeug war auch nicht mit dabei, deswegen habe ich hier natürlich neu gekauft oder dazu gekauft. Und in dem Falle haben wir hier Aquariumkies. Der hat eine Körnung, ich muss kurz überlegen, von 3 bis 5 mm, geht also auch noch für die kleinen Dinger hier, für die, na, Krabben, nee, wie heißen die? Meine Fresse, Garnelen. Ich meine natürlich Garnelen. Ja, okay, weiter geht's. Für die Garnelen geht das natürlich auch. Und was als allererstes reinkommt, ist dieses Substrat. Das ist ein Nährstoffboden, Bodengrund mit Dünger und so weiter drin, damit die Pflanzen ordentlich wachsen können und einfach sich Bakterien ansiedeln. Weiter geht es dann auch schon mit einem ge elektrischen Gerät. Das ist die Pumpe und der Filter, alles in einem. Und wie ihr unschwer sehen könnt, ist das Ganze ein Innengerät, was man von innen in die Ecke an die Scheibe saugt. Aus meiner Sicht hier vollkommen ausreichend. Ich habe geguckt, dass das wirklich eine gute Qualität hat. Ja, ist nicht viel mehr dazu zu sagen. Reicht von, wie man erkennen kann, von 20 bis 80 Liter. Also genau passend für meins. Unsers, wie gesagt, hat ja 25 Liter. Dann habe ich natürlich auch noch was für die Beleuchtung getan. In dem alten Set, ja, da ist tatsächlich in dem Deckel eine LED-Lampe drin. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Leuchtstoffröhre. Reicht mir aber eigentlich nicht aus, deswegen habe ich auch hier was nachgeholt, und zwar solche LED-Streifen. Die finde ich persönlich mega cool und absolut passend für so ein kleines Aquarium oder überhaupt für ein Aquarium, denn du kannst hier tatsächlich per Wi-Fi, ja, gibt auch Bluetooth oder was auch immer das alles noch kann, kann man hier auf jeden Fall das Ding steuern, an, aus, in verschiedenen Farben, denn zum Beispiel kann man hier Tageslicht machen, Nachtlicht, ja, das ist dann schön blau, so ein Mondlicht, alles eine super Sache. Und deswegen habe ich mir das geholt. Und noch eine ganz, ganz wichtige Sache solltet ihr bei einem Aquarium natürlich auch nicht vergessen, das ist die Rückwand. Ja, hier habe ich mir so ein tolles Teil geholt. Es gibt viele, viele Rückwandfolien, hier in dem Fall schwarz, die man überall im Handel, im Online-Shop kaufen kann. Jede ist aber nicht so toll wie diese. Auf was ihr hier bei diesen Rückwandfolien auf jeden Fall achten solltet, ist, dass das keine Rückwandfolie mit eigenem Kleber ist. Da ist meine Erfahrung tatsächlich, dass die sehr schnell reißen. Und hast du dann irgendwo eine Blase drin, dann kriegst du die nicht richtig raus, musst du aufpieken und so weiter und so weiter. Das hier ist tatsächlich eine selbsthaftende Folie auf, ich glaube, Adhäsiv. Ja, das wird noch aufgesprüht, die hat keinen eigenen Kleber, die haftet letztendlich adhäsiv an der Scheibe hinten dran. Heißt das Adhäsiv? Ich bin mir jetzt unsicher. Ja, auf jeden Fall, sie klebt einfach ohne Kleber an der Scheibe. Und zu guter Letzt könnt ihr euch schon denken, was jetzt kommt, beziehungsweise die wissen, um was es hier geht, die können sich's denken. Alle anderen werden jetzt voller Begeisterung da sitzen und werden sich wundern, na, was zeigt uns denn jetzt? Blödsinn.
Die Dekoration dürfen wir natürlich nicht vergessen. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Aquariums. Und da habe ich mir hier so eine kleine nette Kiste zusammengekauft, zusammengestellt, wie auch immer. Angefangen hier mit solchen Tonbäumen, Stämmen mit Löchern drin. Da können die Garnelen durch, die kleinen Fischchen können durch. Was auch immer ihr da noch so drin habt. Hier für die Garnelen solche Tonröhren, die sind ganz wichtig, beide Seiten offen. Dann natürlich nicht zu vergessen, ein bisschen Holz kann immer mit rein. Ja, hier auch mit kleinen Löchern durchgängig. Und hier auch mal ein richtiges ordentliches Holz. Ja. Sieht auch gut aus, passt rein. Und natürlich ein bisschen Stein, ein bisschen für die Rückwand, ein bisschen für den Boden. Ja, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Also je nachdem kann man da so ein bisschen rumspielen mit der ganzen Geschichte. Ich finde die auch ganz toll. Und von der Farbe her passt das alles ganz gut zu dem schwarzen Kies. Ja, Leute, ihr habt es gesehen. Das ist das alles, was ich jetzt erstmal dazu gekauft habe. Und dann kann es nämlich jetzt auch schon losgehen. Ich werde jetzt letztendlich beginnen mit dem Boden. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, erst kommt das Substrat rein, dann der Kies und dann kommen eigentlich, nachdem das Wasser schon drin ist, schon ein bisschen Holz und so weiter rein, die Deko und auch die Pflanzen. Die muss ich dann natürlich jetzt auch noch parallel bestellen. Das ist aber nicht so schlimm, das kriege ich hin. Ja, damit bin ich jetzt am Ende hier mit meinem Video und ich lasse euch nicht lang warten. Dann geht es weiter mit dem Bestücken des Aquariums. Das heißt Bodengrund und so weiter und so weiter. Habe ich gerade schon mal erklärt. Ja, wie gesagt, da sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, wie es zum Schluss dann auch fertig aussieht. Ich nehme euch auf jeden Fall mit. Und damit bin ich am Ende. Freue mich, dass ihr zugesehen habt und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Tschüss!